Square Enix präsentiert. Die Erfindung des Luftschiffs erfüllte den Traum der Menschheit. Aber dies säte auch den Samen der Korruption. Baron, die mächtigste Militärmacht der Welt. Baron, ein Königreich, das sich langsam verändert. Ein bedrohlicher Schatten hat sich über die Welt gelegt. Schüsse, Staubwolken, Chaos. Baron missbraucht seine Macht, um die Kristalle der Welt zu erlangen. Warum? Die Kristalle verströmen ihr Licht und schweigen. Final Fantasy 4 Advance. So Leute, willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir spielen heute Final Fantasy 4. Eins meiner absoluten Lieblings-Final Fantasies. Insgesamt ist Final Fantasy auch eine meiner Lieblings-Spielereien. Und ich würde mal sagen, ohne lange Umwege und langes Umhergerede, fangen wir an. Press Start. Neues Spiel. Fünf Kriegsschiffe. Flugschiffe. Captain, wir werden bald im Baron landen. Sehr gut. Der Captain sieht müde aus. Wer würde das nicht, nach dem, was wir getan haben? Befehl ist Befehl, aber Unschuldige für den Kristall zu töten, ist nicht richtig. Die Rotschwingen sollen die Bevölkerung nicht verletzen, sondern sie beschützen. Das reicht.
Captain! Ihr befürwortet doch nicht, was wir getan haben! Kameraden, hört zu! Der Überfall auf Mysidia war eine zwingende Notwendigkeit. Seine Majestät und seine Ratgeber sahen Mysidia und sein Wissen über die Kristalle als Gefahr für unser Königreich. Wenn Baron florieren soll, dann benötigen wir die Kristalle. Und als Soldaten seiner Majestät müssen wir diesem Wunsch nachkommen. Koste es, was es wolle. Captain? Captain, Monster direkt voraus. Fertig machen zum Angriff. Unser erster Kampf. Ihr seht, es ist wieder so eine, es ist wieder ein Active Time Battle. So, da ihr seht rechts unten die Leiste, die sich. Achso, er kämpft von alleine. Auch okay. Ja. Bist du in Ordnung? Erneuter Angriff! Verflixt! Ihr seht jetzt rechts unten, wie sich die Leiste eben füllt. Links unten ist der Name vom Gegner. Cecil, das sind wir. Genau. Geht es allen gut? Mannschaft ist vollzählig, Captain. In letzter Zeit haben uns viele Monster aufgelauert. Ob das ein Omen ist? Captain, wir haben Baron erreicht. Sehr gut. Fertig machen zur Landung. Sehr gut, der Kristall ist unser. Die Mysidianer haben sich nicht gewehrt. Sie waren hilflos. Hör ich da ein wenig Mitleid heraus? Kommt, seine Majestät erwartet euch schon. Entschuldigt bitte, Captain. Ich muss alleine mit seiner Majestät sprechen. Bitte wartet hier. Eure Majestät, ich fürchte, dass man Cecil nicht länger trauen kann. Er stellt eure Autorität in Frage. Das hatte ich mir gedacht. Aber das macht nichts, solange ich die Kristalle erhalte. Schicke ihn herein. Jawohl, eure Majestät. Captain, seine Majestät der König lässt bitten. Das Königreich von Baron begrüßt deine Rückkehr. Übergibst du mir den Kristall? Ja, eure Majestät. Dem Wasserkristall übergeben. Es gibt insgesamt 4 Kristalle, nur das nur schon mal vorneweg. Feuer, Wasser, Erde und Luft da. Genau. Das ist also der Kristall. Welche Pracht, du darfst gehen, Cecil. Euer Majestät? Ja? Captain, was ist? Eure Majestät, ich bitte um Verzeihung, aber was sind eure Absichten? Meine Männer sind verwirrt und unzufrieden. Und du? Stellst du meine Befehle in Frage? Nein, ich frage nur. Schweig! Zwietracht führt unweigerlich zu Verrat und das toleriere ich nicht. Ich enthebe dich hier mit deiner Position als Captain der Rotschwingen. Euer Majestät? Und jetzt gebe ich dir eine andere Aufgabe. Besiege das Ungetüm im Tal des Nebels und bringe diesen Bombenring in das Dorf Nebel. Du brichst morgen beim ersten Licht auf. Euer Majestät, so haltet doch ein. Cecil hat nichts verbrochen. Du unverschämter Hund,
Wie kannst du es wagen, hier so reinzuplatzen? Wenn es zufällig an ihm liegt, sollst du ihn begleiten. Nehmt den Ring und geht mir aus den Augen. Bombenring erhalten. Euer Majestät. Es tut mir leid, Kain. Wenn wir die Mission erfolgreich abschließen, wird der König uns beiden vergeben. Du wirst schon bald wieder mit den Rotschwingenden fliegen. Ruh dich aus. Überlass die Vorbereitungen für morgen ruhig mir. Ja, wir können uns das erste Mal jetzt frei bewegen. Mal sehen, wir können das Menü öffnen. Cecile, ein Dunkelritter. Status. Ja, Stärke 13, Gewandte 10. Ja, ist doch alles ganz. In Ordnung. Wir haben ein Dunkelschwert ausgerüstet. Ja, wir sind doch mittlerweile ganz zufrieden, oder? Wir haben schon Level 10. Genau. Die Formation können wir bestimmen. Soll heißen, ob jetzt in der vorderen oder hinteren Reihe ist. Nein. Schmarrn. Formation ist hier das hier. Ups, aber ihr habt es jetzt schon gesehen. Auf einmal ist Cecils Bild weiter hinten. Sucht jetzt nochmal in die Mitte. Upp, wieder vorne. Worin liegt das? Ganz einfach. Ihr seht's, es gibt eine vordere und eine hintere Reihe. Die vordere Reihe ist sozusagen die Angriffsreihe, die greift unverbittert die ganze Zeit an. Nimmt allerdings auch ganz normalen Schaden. Die hintere Reihe greift ebenfalls ganz normal an, nimmt allerdings weniger Schaden. Klingt natürlich super, dann stellen wir doch alle in die hintere Reihe. Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Die hintere Reihe fügt nämlich auch gleichzeitig weniger Schaden zu. Ausgenommen sind irgendwie Fernkampfwaffen, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen oder Magie. Logische Schlussfolgerung. Nahkämpfer kommen nach vorne. Und Magier oder Bogenschützen etc. kommen nach hinten. Wir können aber nicht frei entscheiden, jetzt welche Reihe jetzt hier vorne und hinten sein soll oder wie viele vorne und hinten sein sollen. Wir können entscheiden, entweder sind drei Leute vorne in der vorderen Reihe oder es sind drei Leute in der hinteren Reihe. Hier, indem wir auf Reihe klicken, merkt ihr, bewegt er sich nach vorne und nach hinten. Machen allerdings die anderen Charaktere, die wir dann haben werden, automatisch auch. Soll heißen, mit einem Klick auf Reihe verwechseln wir die Position von allen. Soll heißen, die, wo vorher in der hinteren Reihe waren, sind in der vorderen und umgekehrt. Bisschen vielleicht blöd, aber nein, man kann nichts machen. Gut, Magie können wir natürlich keine. Ich würde mal sagen, bevor wir lange weiterreden, schauen wir uns ein bisschen hier in der Burg Baron um. Da komme ich durch. Dann, hallo, gehst du? Hallo? Danke. Dazu muss ich sagen, es ist nicht blind. Es ist doch schließlich eines meiner Lieblings Final Fantasy. Ah, jetzt die kann ich nicht blind sein, aber ich weiß nicht mehr viel. Cecile! Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich war besorgt. Du bist so kurzfristig aufgebrochen. Es geht mir gut. Ich wünschte, ich könnte dasselbe wie Mysidianer sagen, die wir getötet haben. Cecile! Ich werde dich später aufsuchen, in Ordnung? In Ordnung. Hier rein. Was haben wir denn hier unten Schönes? Ein Schwarzmagier. Hallo. Was? Alter, du hast was gesagt. Du hast was gesagt. Komm wieder her. Hey, komm her. Komm her. Komm her. Hey, du hast was gesagt. Komm her. Putz, putz, putz. Nein! Ich erwarte nicht, dass ihr uns Ich erwarte nicht, dass ihr uns schont, aber bringt bitte den Kristall zurück nach Mysidia. Alles klar. Warum sollten wir das? Nein. Gut. Gehen wir doch mal hier oben in den Turm. Sieh mal einer an, du bist zurück. Rosa hat sich echt Sorgen gemacht. Da rechts oben der Typ ist es. Dass ihr bloß nicht nochmal so Angst... Was? Dass du ihr bloß nicht nochmal so Angst machst, hörst du? Also, wie geht's meinem Luftschiffen? Ich wette, meinen Hammer hast du und deinen Dümmchen zu. Was? Ich wette meinen Hammer, dass... ich kann nicht mehr lesen. Ich wette meinen Hammer, dass du und deine Dummchen sie kaputt gemacht haben. Hey, was ist los, Kleiner? Also... Was?
Der König hat dich entlassen? Und die Rotschwingen? Die sind ohne dich doch aufgeschmissen. Und was ist mit dem König los? Er benimmt sich so komisch. Da hat er mich doch angewiesen, einen Luftschutz zu bauen, mit dem er Leute umbringen kann. Wir machen uns alle Sorgen um seine Majestät. Naja, sehr vorsichtig da draußen. Macht mit dem Auftrag kurzen Prozess und kommt gesund wieder. Ich muss jetzt heim, sonst bringt mich meine wertes Fräulein Tochter noch um. Hast du drum was? Nein. Das Bett ist frisch bezogen, Captain. Ich habe gehört, dass ihr sehr früh aufbrechen werdet. Gute Nacht. Jupp, werden wir. Ziemlich früh sogar. Was ist mit dem König passiert? Die Kristalle begehrt er, als wäre er besessen. Und ihm ist jedes Mittel recht, an sie heranzukommen. Aber ich kann mich ihm nicht widersetzen. Wie kann ich mich einem Mann widersetzen, der Kain und mich wie sein Fleisch und Blut aufgezogen hat? Dieser wundervolle Ritter, den ich seit meiner Kindheit bewundere. Ich werde ihn nicht hintergehen. Ich kann es nicht. Cecile. So, Leute, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier mal den ersten Part von Final Fantasy 4. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Also bis dann, Leute. See ya.